irgendwie schneiden können, rausnehmen können. Das müssen wir sehen. Aber ich mache die Aufzeichnung mal an, weil das gerade auch gefragt wurde. So, ja, guten Abend zusammen. Möglicherweise gibt es den einen oder anderen in dieser Gruppe, der mich noch nicht so persönlich kennt. Einige Namen kenne ich schon sehr gut, freue mich auch, wieder zu lesen. Und deswegen werde ich mich jetzt erstmal ein bisschen vorstellen. Also etwas zum Ablauf. Ihr könnt gerne zwischendurch Fragen schriftlich stellen. Ich schaue mir die dann an und wenn es so thematisch passt, werde ich die auch beantworten. Das mit dem Freischalten, Mikro und Sprechen, das könnt ihr ganz zum Schluss vielleicht noch machen, dass ihr dann eure Hand hebt und dass wir dann nochmal einen Austausch machen, dass wir aber möglichst jetzt während des Vortrags die Fragen nur schriftlich stellt. Das schaffe ich schon nebenbei, das dann auch zu beantworten. Gibt es auch hinterher, falls wir das aufzeichnen oder dann auch veröffentlichen, nicht so ein Bruch immer wieder. Ach, wie schön, so viele Nette hier. Ja, so. Ihr braucht nur das mitschreiben, was nicht auf den Folien zu sehen ist, weil die Folien selber, die kann ich euch auf jeden Fall zukommen lassen. Das ist kein Problem. Vielleicht noch kurz. Ja, die Folien könnt ihr haben. Ja, mein Thema ist heute Abend sozusagen als kleinen Schnuppervortrag zu der im nächsten Jahr startenden großen Ausbildung zum Thema Bewegung und Sport. Und da fängt der Marco ja schon im Januar an und ich werde dann im Sommer die Sportheilkunde, Sporttherapie euch näher bringen. Und deswegen würde ich mich gerne erstmal vorstellen. Also ich habe mir den Abend so vorgestellt, dass ich mich vorstelle, dass wir ein bisschen was über die Sportverletzungen allgemein hören, dass ich euch da was erzähle, dann über Muskelverletzungen, die Muskelzerrung. Natürlich die naturheilkundliche Therapie, wo ich euch so meine ganz persönlichen 10 Best-of-Mittel gegen Muskelzerrung oder Linderung der Muskelzerrung mitgebracht habe. Und ganz zum Schluss stelle ich euch das Modul Sporttherapie und Sportheilkunde noch vor, was ja nächstes Jahr dann wieder beginnt. Hurra, ich freue mich schon. So, also ich bin Heilpraktikerin hier in meiner Naturheilpraxis in Velbert im schönen Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen, wer mich noch nicht kennt. Bin seit vielen Jahren auch als Dozentin hier an der Isolde Richter Heilpraktikerschule tätig. Es macht mir viel Freude, hier mit verschiedenen Themen meine Erfahrung weiterzugeben. Ich bin ja nicht mehr so jung. Und von daher habe ich ja auch schon ein Leben oder sogar eigentlich 2 Leben vorher gehabt. Und das habe ich hier mal so aufgelistet, so ein bisschen. Ich habe die Ausbildung zur staatlich anerkannten Gymnastiklehrerin und Sporttherapeutin gemacht, habe auch viel im Bereich Sport gearbeitet, auch mit Leistungssportlern gearbeitet, in Vereinen, Personal Training gemacht, hatte dann in Dortmund meine eigene Sporttherapiepraxis einige Jahre und noch weiter vorher war ich als Erzieherin und Motopädin, das ist die Bewegungstherapeutin, also auch da seht ihr immer schon meinen Hang zur Bewegung von Anfang an und zum Thema Sport, Bewegung und Gesundheit. Und das hat sich eben immer weiterentwickelt, sodass ich eben jetzt in meiner Sportheilkundepraxis, wenn man so will, mit dem Schwerpunkt Bewegungsapparat den Patienten helfe. So, die Startfolien müssten jetzt weitergelaufen sein. Ja, genau. Danke für den Hinweis. Jetzt habe ich das so eingestellt, dass es weiterläuft. Also, gut. Dann habe ich mir noch mal gedacht, ach,
ich doch mal alles auf eine Folie, was ich in meinem Leben schon an sportlichen Aktivitäten gemacht habe und was ich natürlich zum Teil heute noch mache. So die ganz krassen Dinge wie Gleitschirm, Fliegen und Surfen, die habe ich jetzt mal so ein bisschen eingestellt. Stepptanz mache ich auch nicht mehr. Aber was immer erhalten bleibt, ist das Tanzen, die Gymnastik, das Dehnen, das Yoga, das Walken und das sich bewegen. Wenn man einmal so ein Bewegungsmensch ist, wenn es in einem steckt, dann kann man ja auch gar nicht anders. Das Thema Sportverletzungen ist mir natürlich ganz besonders häufig untergekommen, als ich mit Leistungssportlern gearbeitet habe und als ich auch in vielen Gruppen gearbeitet habe. Und da gibt es unterschiedliche Sportverletzungen, die auch unterschiedliche Auswirkungen haben, akut, chronisch. So. Es gibt eine Statistik mal hier, so eine kleine Auflistung. Da wurden Menschen gefragt, welche Verletzungen haben sie sich beim Sport schon mal zugezogen. Ihr seht, dass in der Regel, glücklicherweise muss man ja sagen, bei den Sportarten die leichteren Verletzungen deutlich überwiegen, dass es glücklicherweise eben seltener schwere Verletzungen gibt. Und dass eben die meisten Verletzungen doch sich im Bereich Beine, Rücken, Hüfte abspielen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Was haben wir jetzt an unterschiedlichen Verletzungen? Bevor wir jetzt zu den speziellen, spezifischen Muskelverletzungen kommen, gibt es natürlich Verletzungen, die ihr erkennt. Jeder von uns, glaube ich, hat schon mal eine, der Fachbegriff ist Kontusion, eine Prellung. Erlitten. Die Prellung gehört definitiv zu den häufigsten Sportverletzungen. Ja. Hier ist also eine stumpfe Gewalteinwirkung. Das kann einfach schon passieren, wenn du aufstehst und nicht aufpasst und du stößt dich irgendwo. Oder wenn beim Fußball oder bei anderen Gruppen und Ballsportarten zwei Leute aneinander gegeneinander stoßen. Jegliche Form von Aufeinanderprallen kann ein Reißen von den kleinsten Kapillaren und Gefäßen zur Folge haben, sodass sich dann letztendlich dieser berühmt-berüchtigte blaue Fleck bildet. Wenn das der Fall ist, dann sprechen wir von der Hautprellung. Die Muskelprellung dagegen geht ja schon etwas tiefer, also da muss dann schon ein ordentlicher Wumms davor gehen und das zeigt sich dann in diesen typischen blauen Fleck, in diesem typischen, nicht nur blauen Fleck, sondern man nennt es ja Pferdekuss, der ist dann auch schon richtig verhärtet und schmerzhaft. Prellungen gibt es aber auch an den Gelenken, an den Knochen, es gibt sogar Nervenprellungen, die kennt ihr vielleicht auch, unser Multikantenknochen, wenn der mal ungünstig auftrifft auf einen harten Untergrund und dann diese Nervenprellung ist zwar in dem Moment sehr unangenehm, aber hält zum Glück nicht lange an. Das Einzige, was wir unter schweren Verletzungen dann verstehen, das sind Prellungen der inneren Organe. Hier geht es hauptsächlich um die Organe, die eine doppelte Umrandung haben, wie zum Beispiel die Milz oder auch eine Leberprellung oder eine Darm- oder Nieren. Verletzung kann eine innere Prellung haben. Das ist schwer zu erkennen von außen, deswegen sind es meist schwere Verletzungen. Und wenn da der Verdacht besteht, dann geht sowieso erstmal die Diagnostik im Krankenhaus. Wir sprechen ja heute nur über die leichteren Verletzungen, über die Muskelverletzungen. Ihr kennt auch Bänderverletzungen. Also ich aufgrund meines Alters und aufgrund der verschiedenartigen Sportarten, die ich schon ausgeübt habe, kann ich eigentlich sagen, ich kenne sie alle.
Ich kenne die Hautprellung, ich kenne die Muskelprellung, die Gelenkprellung, ich hatte Bänderrisse, ich habe einen wunderbaren Sprung. Also wir waren kurz vor einem Auftritt, da war ich aktiv im Stepptanz. Das mag jetzt 20, 25 Jahre her sein. Und wir standen kurz vor einem Auftritt und ich habe einen tollen Sprung geübt, hochgesprungen mit den Füßen zusammen und dann wieder auf Wing. Und hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da hat es nur Ratsch, Ratsch gemacht und alle meine Bänder waren gerissen. Der vollständige Bandriss ist der dritte Grad einer Bänderverletzung. Und zum Glück war bei mir jetzt nichts am Knochen oder an den Gelenken verletzt. Es wurde auch damals operativ gemacht, sodass ich sagen kann, dass ich heute manchmal nicht weiß, an welchem Fuß war es denn. So gut ist es verheilt und ich habe keinerlei Einschränkungen mehr. Das ist nicht normal. Es ist also nicht immer so, sagen wir es so. Es sollte normal sein. Es ist aber leider nicht immer so. Gerade heute wird es ja seltener operiert, sondern einfach nur noch ja, geschient und dann soll es selbst zusammenwachsen. Kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Da habe ich ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Da haben wir auch, natürlich gibt es die Möglichkeit, dass man seine Gelenke verletzt, sich verstaucht, die Gelenke verstaucht, dass das Gelenk ausgekugelt ist, die Luxation, dass wir mit dem Knie Probleme haben. Hier gibt es ganz spezifische Verletzungen am Kniegelenk. Werden wir dann innerhalb der sporttherapeutischen Ausbildung hier aber ausführlich auch besprechen. Heute, so als kleinen Einblick, wie gesagt, sprechen wir über die Muskelverletzungen und insbesondere über die Muskelzerrung. Wo ist jetzt der Unterschied? Wie kann ich das jetzt gut abgrenzen? Also erstmal geht es darum, die Physiologie sozusagen in der Pathologie zu verstehen. Also was passiert jetzt eigentlich, wenn wir von einer Muskelzerrung sprechen? Eine Muskelzerrung ist übrigens klassischerweise verursacht durch eine plötzliche durch ein fehlendes Aufwärmen vor dem Sport, wäre eine Möglichkeit. Kann aber auch einfach durch eine innerhalb des Sportes unerwartete plötzliche Veränderung des Bewegungsablaufs entstehen. Ja? Mein Beispiel, was ich wieder mitgebracht habe, ist, was mir passiert ist, das war dann aber nicht nur die Muskelzerrung, sondern wie sich hinterher herausgestellt hat, am nächsten Tag zumindest dann, es war ein Muskelfaserriss. Deswegen kann man das auch sehr schön mal gegenüberstellen. Wenn wir von einer Muskelzerrung sprechen, dann meinen wir die plötzliche Überdehnung der einzelnen Muskelfasern mit Kapillarrissen, die feinsten Blutgefäße reißen. Und als sichtbares Symptom haben wir dann einen Bluterguss, ein Hämatom. Wie spüre ich jetzt den Unterschied? Wie weiß ich jetzt, was ist denn jetzt da passiert? Also erstmal natürlich Hauptsymptom ist der Schmerz. Das ist ein sehr plötzlicher Schmerz. Und ihr könnt in dem Moment nicht mehr weitermachen. Also eingeschränkte Funktion der Muskulatur. Es kann sein, dass sich fortlaufend auch noch Krämpfe dazu gesellen, ja, bei der Muskelzerrung. Klassischerweise spürt ihr aber auch die Verhärtung im Muskel. Also bei mir war es folgende Bewegung. Ich bin viele Jahre mit meinem Mann, also mein Mann und ich, wir sind viele Jahre auf dem Rennrad unterwegs gewesen, haben uns eigens dafür auch eigene Rennräder bauen lassen, also unserem Körper entsprechend, ergonomisch sozusagen. Meine kurzen Beine und die langen Beine meines Mannes, da muss man schon unterschiedliche Fahrräder haben. Und diesen Luxus haben wir uns gegönnt und sind damit immer regelmäßig unterwegs gewesen und so auch an diesem Tag. Und dann kennt ihr sicherlich, es gibt Radwege, da gibt es dann so kleine Hindernisse, die eigentlich nur den Sinn haben, dass man als Radfahrer da nicht so durchbrettert, sondern Rücksicht nimmt auf Fußgänger.
besonders wenn sich Wege kreuzen. Das sind dann solche Metallstangen und da muss man dann abbremsen und muss dann zwischen zwei solchen Hindernissen durch und dann kann man weiterfahren. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. So war das dann auch und wir sind dann da angekommen und ich habe abgebremst und irgendwie habe ich bei dieser Bewegung, beim Rennrad ist es ja so, dass man diese Fahrradschuhe, die haben unten diese Einklick-Metalle, womit man im Pedal festklickt. So, und ich bekam das nicht so schnell raus und mein Körper ging schon vor, linke Fuß war schon unten und rechts kam ich nicht nach und ich hörte tatsächlich, wie es irgendwie so leicht Bong machte und spürte diesen heftigen Schmerz und habe im ersten Moment gedacht, okay, jetzt habe ich mir was gezerrt. Und dann ging gar nichts mehr weiter. Ich konnte auch nicht mehr weder fahren noch laufen, musste erst mal stehen und haben dann gewartet und sind dann letztendlich auch ins Krankenhaus geröntgt, ist aber nichts weiter gewesen, bin nach Hause gefahren und am nächsten Tag, also nicht mit dem Fahrrad, sondern mit Bus und Bahn letztendlich, und am nächsten Tag hat sich dann an der Beinrückseite das Ergebnis gezeigt in Form eines richtig dicken, fetten Hämatoms. Und es war alles ziemlich verhärtet, sodass ich sagen kann, dass es auf jeden Fall ein Muskelfaserriss war. Hier ist aber nicht der gesamte Muskel gerissen, also es waren nicht alle Fasern gerissen, sondern eben einzelne Muskelfasern, die miteinander in einem Bündel sind angerissen gewesen. Und das passiert bei der Zerrung noch nicht. Die Zerrung ist eben nur, wenn ihr euch ein Gummiband vorstellt, eine Überdehnung, aber es kommt nicht zum Riss. Das ist der Unterschied. Was die Symptomatik angeht, ist es nicht so einfach zu erkennen. Ihr könnt es letztendlich daran erkennen, dass, wie gesagt, am nächsten Tag etwas stärkerer Bluterguss zu sehen ist, auch mit Schwellung, auch mit Verhärtung, und eine Zerrung muss nicht unbedingt einen Bluterguss oder zumindest nicht so einen deutlichen, kann auch leichten Bluterguss ergeben. Ja. Es fängt ja schon an mit dem Muskelkater oder dem Muskelkrampf, dass unsere Muskulatur grundsätzlich verschiedenen Belastungen ausgesetzt ist und dann bei ungewohnten Bewegungen einfach ihre entweder Ermüdungserscheinung, da spielt die Biochemie ja auch eine Rolle, oder eben von der Mechanik her nicht mehr der Belastung gewachsen sind. Ja? Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich also eine Zerrung. Gut, in dem Moment, wenn du irgendwo auf dem Feld bist, auf irgendeinem Radweg, dann wirst du da nicht viel machen können. Aber normalerweise im Sport, also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Fußballmannschaft denke, ich habe mal Mädels betreut, also Fußballerinnen, und dann ist natürlich immer alles parat, da hat man alles da, weil da ist das sozusagen das Alltagsgeschäft, da passiert es ja ständig, dass irgendwelche Muskeln gezerrt sind. Und da gibt es ja die ganz berühmt-berüchtigte klassische Behandlung, die Muskulatur nach der sogenannten Pechregel. Wer das jetzt noch gar nicht kennt, weil er vielleicht noch nie was davon gehört hat. Die Pechregel ist eigentlich eine Lernhilfe. Pech steht in dem Fall, also das P steht für Pause, das E steht für Eis, das C steht für Compression, also Kompression, und das H von Pech für Hochlagern. Und genau in der Reihenfolge sollte man eigentlich mit akuten Muskelverletzungen auch umgehen. Pause, das ergibt sich von allein. Wenn du so einen Schmerz hast, dann wirst du nicht weiter dich bewegen. Eis, also kühlen, wird ja heutzutage zumindest im Leistungssport durch diese Sprays gemacht. Das habt ihr sicherlich alle schon mal gesehen, wo man dann das Gefühl hat, da wird die ganze Sprayflasche auf den Muskel gesprüht. Das dient einfach der Gefäß,
Wie gesagt, Vasokonstruktion, also die Gefäße ziehen sich dann zusammen und die Gefahr einer großen Einblutung oder Folgeerscheinung ist dann eben nicht mehr so groß. Kompression heißt, ich verbinde Muskel oder bandagiere oder tape ihn, wenn ich ein Tape da habe. Heute wird alles getaped. Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Damals, als mir das passiert ist, hatte ich leider nichts dabei. Heute würde ich immer ein Tape mitnehmen, weil das ist einfach eine sehr praktische Angelegenheit. Also die Kompression dient der Stabilisierung und verhindert auch das Einfließen von viel Flüssigkeit ins Gewebe, sodass also Schwellungen und Ödeme verhindert werden können. Und dann das Hochlagern der Beine in dem Fall sorgt dafür, dass die Flüssigkeit, die Lymphflüssigkeit besser abfließen kann und dann in Richtung Leiste, in Richtung der großen Lymphknoten abfließt und dadurch dann auch schneller Heilung vollzogen wird. Ja, das sind so die klassischen Behandlungen oder das, was man eigentlich sofort macht, wenn man weiß oder wenn man meint, jetzt ist mit meinem Muskel irgendwas passiert. Gut, habe ich jetzt einen Patienten in der Praxis, dann brauche ich natürlich naturheilkundliche Mittel. In der Regel kommen die Patienten nicht ganz akut, ist aber auch schon vorgekommen. Ich habe also auch schon tatsächlich, ich bin eigentlich per WhatsApp oder mit meinem Handy immer ganz gut vernetzt und die Leute wissen, dass sie mich kurzfristig erreichen können. Und da ich das Glück habe, im selben Haus zu wohnen, in dem ich auch arbeite, geht es eigentlich immer auch zu unkonventionellen Tageszeiten, dass ich dann mal schnell in die Praxis gehe und auch da erste Hilfe leiste, wenn mal was passieren sollte. Das hat sich inzwischen rumgesprochen und von daher kann das auch passieren, dass jemand mal mich anpiepst und sagt, mir ist da was passiert, kann ich mal kurz reinkommen. Ja. Ja, und wenn der dann kommt, dann ist es natürlich gut, wenn ich auch was da hätte. Natürlich habe ich in der Praxis viele Möglichkeiten. Ich kann mit Kälte, ich kann mit Wärme arbeiten, ich kann schröpfen, ich kann tapen, ich kann verbinden, alles Mögliche machen. Was ich heute mitgebracht habe, sind so die Mittel, die ich selber ausprobiert habe, die ich auch schon lange nutze, die sich als gut erwiesen haben und die ich euch dann heute mal so mitgeben möchte. Da erwähne ich mal an erster Stelle das Akonit-Schmerzöl von Wala. Damit habe ich in der Tat wirklich wunderbare, positive Erfahrungen gemacht. Nicht nur bei der Muskelzerrung, sondern grundsätzlich bei schmerzenden Muskeln. Das Schmerzöl ist auch nichts, was ich jetzt auf die akute Zerrung machen würde. Da würde ich was anderes nehmen, da komme ich gleich noch zu. Aber wenn jetzt jemand kommt mit einer Muskelzerrung, die jetzt schon die akute Phase hinter sich hat, wo also wieder Bewegung und Fluss sozusagen ins Gewebe gebracht werden muss, da wirkt das Akonit-Schmerzöl, weil es nämlich löst, weil es wärmt, weil es im Prinzip wieder den Fluss ins Gewebe bringt. Dafür ist es gut geeignet. Auch bei Verspannungen, nebenbei gesagt, bei Verkrampfungen, wunderbar. Selbst bei Nervenschmerzen habe ich es auch schon eingesetzt, auch hier gute Erfahrungen gemacht. Das zweite ist das Bumatros, das ist unglaublich auszusprechen, Hapagophytum-Komplex von Hewat, der Firma Hewat. Hier haben wir verschiedene Wirkstoffe. Das ist ein homöopathisches Komplexmittel. In dem Fall sind es Tropfen in Alkohol, wie es ja häufig ist in der Homöopathie. Und ihr seht, ich habe extra die Pflanzen dahinter geschrieben. Wer sich jetzt in der Homöopathie nicht so auskennt, die Teufelskralle, die ja bekanntermaßen immer bei Schmerzen am Bewegungsapparat häufig eingesetzt wird oder immer mit im Spiel ist.
Der Sumpfborst, Giftsohnmach, ist auch eine ganz klassische Pflanze für den Bewegungsapparat und bei Schmerzen, und Brechweinstein. Insgesamt wirkt das Ganze entzündungshemmend und sorgt dafür, dass schnellere Heilung vonstatten geht. Die Güter-Schmerzsalbe kennt ihr wahrscheinlich. Sie ist sehr bekannt, sehr weit verbreitet, hat eigentlich jeder in seiner Hausapotheke und das zu Recht. Denn es gibt Studien, dass die Beinwellwurzel, das ist ja der Hauptwirkstoff in der Küttersalbe, tatsächlich eine ähnliche oder noch eine bessere Wirkung hat wie Diclofenac. Das finde ich schon ziemlich erstaunlich. Und diese Studie, die könnt ihr übrigens auf der Seite von Merck, also auf der Kita-Seite, auch nachsehen, besagt, dass die Küttersalbe genauso wirksam ist. Und deswegen kann man sie auch genauso gut einsetzen. Hier gibt es unterschiedliche Pflanzen, die unterschiedlich wirken und insgesamt aber für eine Schmerzlinderung sorgen. Und das kann man, wie gesagt, auch langzeit einsetzen, nicht nur akut. Sehr gerne nehme ich die Traumelsalbe, die ihr vielleicht auch kennt. Sie ist auch sehr bekannt und sehr weit verbreitet und auch beliebt. Sie wirkt abschwellend und entzündungshemmend und ist sozusagen ein wahrer Cocktail an unterschiedlichen Pflanzen, die in ihrer homöopathischen Aufbereitung jetzt in der Salbe wirksam werden. Da haben wir also die Ringelblume, da haben wir die Kamille, Beinwell natürlich wieder dabei, Bergwohlverleih, Sonnenhut, Johanniskraut, also auch die beruhigende Komponente, Gänseblümchen. So, ganz toll. Ist sehr gut einzureiben und ist sehr, wie nennt man es, wasserfest, kann man schon fast sagen. Also sie haftet gut auf der Haut und hat eine lange Haltbarkeit auch, also die hält lange, da muss man nicht oft nachcremen. Geht nicht so schnell weg. Wie jetzt zum Beispiel die Küter. Dann gibt es noch etwas, das nutze ich auch häufig, weil ich auch homöopathisch arbeite in meiner Praxis, nämlich Rubax. Das ist ein Präparat, das gibt es sowohl als Tropfen als auch als Salbe. Der Wirkstoff ist Rux Toxicodendron, also das Giftsunmach, in der homöopathischen Aufbereitung. So, eine Frage aus dem Fragepool. An welchem Tag nach dem Ereignis kann man diese Mittel einsetzen? Grundsätzlich ist es so, dass die Salben, wir kommen jetzt gleich nochmal zu einer kühlen, zu dem Sportgel, da kommen wir jetzt gleich. Das ist das, was ich immer als erstes einsetzen würde. Sportgel dient eben der Kühlung, der sofortigen Kühlung. Da sind wir ja wieder bei unserer berühmten Pechregel, die wir uns ja gerade schon angeschaut haben, sodass man eigentlich statt des Eises, wenn man unterwegs ist, hat man ja selten Eis dabei, eben auch ein kühlendes Sportgel als Erstversorgung nehmen kann. Und dieses Rövo-Sportgel beispielsweise ist wirklich eine super Sache, hat Menthol, Minze, Annika, Kamille, dann den Sonnenhut und die Hamamelispflanze beruhigend und wird gerne als Erstversorgungsgel sozusagen genutzt. Die anderen Salben kann man dann später einsetzen, also die Küttersalbe oder das Aconit-Schmerzöl, auch bei länger andauernden Problemen sinnvoll. Oder eben auch zur Prophylaxe. Und das ist beim Aconit-Schmerzöl auf jeden Fall das Erste, was ich jetzt erwähnt hatte, gegeben, dass man das sogar nehmen kann, um sich vorbereitend auf den Sport damit zu präparieren. Das habe ich auch schon gemacht. Ansonsten nimmst du das immer dann, wenn der Patient kommt,
Schaust du, wie lange ist das Ereignis her? Wie akut ist es? Wie sieht das Gewebe aus? Du beurteilst den Verletzungsgrad oder wenn er schon mit einer Diagnose kommt, kannst du dir das auch sparen. Ja, und dann schaust du, was sind jetzt noch die Hauptprobleme? Dann ist es immer eine sinnvolle Kombination von manueller Therapie, also Massagen, Lockerungen, Faszien, Lösungen oder Schröpfen oder eben etwas, was wieder Bewegung ins Gewebe bringt, was wieder regenerierend wirkt und dann den entsprechenden Wirkstoffen über die Haut am besten. Oder, es gibt noch eine andere Sache, man kann natürlich gerade, wenn man weiß, man hat jetzt einen Wettkampf vor sich oder ein größeres Sportereignis und die Wahrscheinlichkeit ist zumindest gegeben. Dann sage ich auch immer gerne Schüsslersalze. Das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn gerade was passiert ist, sofort alle 10 Minuten im Wechsel eine Nummer 3, Ferrum Phosphoricum. Ja, das ist ja das Muskelmittel, das Schmerzmittel und wird ja auch so als erstes Entzündungsstadiummittel nutzt. Und dann 10 Minuten danach das Kaliumchloratum, das Schüsslersalz Nummer 4. Das wird eingesetzt sozusagen im zweiten Entzündungsstadium. Hier wird der Zellstoffwechsel angeregt, alles wird gelöst, kommt wieder in Bewegung. Und von daher kann man das sehr gut im Wechsel nehmen. Und es gibt das Ferrum Phos auch als Salbe, Nummer 3, gibt es ja heute. Schüsslersalze sind aber auch als Salbe und da kann man eben die betroffenen Bereiche auch damit behandeln. Und abends vielleicht zusätzlich eine heiße 7, also 10 Tabletten von der Nummer 7 auflösen und in kleinen Schlückchen trinken. Wäre jetzt so eine Empfehlung dann für den Patienten auch zu Hause. Ja. Oder was ich auch in der Praxis machen kann, je nachdem, kann eine Wickel machen. Ich habe auch sogar schon eine Basenwickel gemacht, also ganz einfach, eine ganz einfache Basenwickel, wenn der Muskel so übersäuert war. Das wirkt besonders gut nach langen Ausdauereinheiten wie zum Beispiel Marathon. Ja, da kann man wirklich eine einfache Basenwickel nehmen. Aber eine Retterspitzwickel ist jetzt auch gut geeignet, um den Muskel wieder zu regenerieren. Retterspitz ist eine Flüssigkeit, vielleicht kennt ihr das alle, ich habe das hier immer im Kühlschrank stehen in der Praxis und hat eben unterschiedliche Anteile. Annika und Primol wirken da eher so entzündungshemmend und das Rosmarinöl, das wirkt eher durchblutungsfördernd, also fördert dann den Abtransport auch der Stoffwechselabbauprodukte, was ja da alles, ja, ist. So. Kinder, ja, also die Mittel, die ich jetzt vorgestellt habe, sind alle auch für Kinder geeignet. Da gibt es jetzt keinen Unterschied oder eine Kontraindikation. Dann gibt es noch eine spezielle Schmerzsalbe von der Firma Klosterfrau Healthcare Group, die heißt Traumaplant. Und auch hier seht ihr, der Hauptwirkstoff, wie auch schon bei der Kittersalbe, ist das Beinwell, also die Pflanze Beinwell. Das Besondere an dieser Creme ist, dass sie ganz besonders zubereitet wurde, nämlich einmal aus dem Beinwellkraut Presssaft und dann nochmal aus dem Presssaft-Rückstandsextrakt. Das ist also eine ganz spezielle Zubereitungsform und von daher auch wirkt es regenerierend, wundheilungsfördernd, entzündungshemmend, abschwellend. Schon sehr gut auch. Also muss ich sagen, habe ich jetzt einige Male genutzt, ist eine gute Creme, kann man empfehlen. Es ist natürlich Quatsch, wenn ihr 10 Mittel habt und sagt, na wunderbar, ich habe die Muskelzerrung und jetzt fange ich aber bei 1 an und höre bei 10 auf. Natürlich nicht. Natürlich schaut ihr immer, das ist so ein bisschen auch dann die Erfahrung, was habe ich hier für einen Patienten, wie ist vielleicht die Gesamtkonstitution, wie kann man
Kann man das vielleicht ein bisschen ausschließen? Hat er noch andere Erkrankungen? Ist es ein Patient von euch, den ihr jetzt neu aufnehmt? Da müsst ihr ja sowieso erstmal viele, viele Fragen stellen. Oder ihr handelt erstmal akut die Verletzung und stellt dann die Fragen. Und dann könnt ihr im Nachgang noch sagen, so, und jetzt empfehle ich Ihnen die Schüsslersalze oder das homöopathische Komplexmittel, Bromatus und so weiter. Also, das ist klar. Da guckt ihr dann einfach, was passt jetzt gerade. Das Letzte, das klingt vielleicht ganz profan, ist aber definitiv eine gute Salbe. Die gibt es ja schon ewig, aber es ist jetzt auch, also die Pferdesalbe gibt es schon ewig. Es gibt aber jetzt eine, die auch sehr gut auf medizinischen Boden gestellt wurde, schon seit längerem. Die sind schon richtig dicke. Ein dicker Topf, 600 Gramm sind da, glaube ich, drin. Und wenn ihr die habt, dann habt ihr auf jeden Fall, dann seid ihr auch ganz gut mitversorgt. Und ihr seht ja auch anhand der Inhaltsstoffe, dass die Wirkungsweise Menthol, Kampfer, Rosmarin, Arnika dafür geeignet ist, wieder in der Muskulatur wieder eine Geschmeidigkeit hineinzubekommen. Eine Frage habe ich hier, ja, wie macht man eine Basenwickel? Das ist total einfach. Eine Basenwickel wird gemacht, Moment, mal schauen, wo habe ich jetzt hier? Da. Wie macht man eine Basenwickel? Du nimmst ein basisches Salz. Ein basisches Salz ist zum Beispiel meine Base von Peter Jan Schura. Es gibt aber natürlich auch noch andere. Wichtig ist, dass du den pH-Wert misst. Denn es gibt tatsächlich auch basische Salze auf dem Markt, die gar nichts taugen. Deswegen sollte man es schon kontrollieren. Also ich nehme von Peter Jentura meine Base. Da weiß ich, dass das Wasser, wenn ich da einen Teelöffel Base reinmache, ist es beim pH 8,5, ist also basisch. Dann habe ich eine Bandage, die tauche ich da ein und dann wickel ich die Bandage um den Muskel, also in dem Fall um den Oberschenkel jetzt. Und dann wickle ich darum noch eine trockene Bandage oder ich lege den Patienten hier auf die Liege und wickle ihn noch in Handtücher und dann bleibt er da eine halbe Stunde liegen und das reicht auch oder 20 Minuten reichen auch schon aus, dass über die Osmose pH 8,5 ist basisch und eine Übersäuerung im Muskel, die ja immer die Voraussetzung ist für eine Verletzung. Ein gesunder Muskel oder auch ein gesundes Gewebe reißt ja nicht so schnell und wird auch nicht so schnell gezerrt. Also eine Übersäuerung, die Biochemie spielt immer eine Rolle dabei. So, und dann habe ich eben über die Osmose sozusagen eine Neutralisation der Milchsäure in dem Fall und das beruhigt den Muskel dann auch. Und für, wenn es eine Zerrung ist, haben wir ja gesagt, ist ja noch kein Riss, also noch keine Verletzung, sondern nur eine Aufdehnung. Eventuell kleine Kapillargerissen, Einblutung kann sein, aber eben keine Verletzung in dem Sinne, keine Zerstörungen in der Muskelfaser. Ja. Das sind so diese 10 Mittel, die ich so kenne und empfehlen kann. Es gibt aber auch ganz interessante Hausmittel, wobei die Basenwickel da eigentlich ja auch dazugehört. Ja? Die Quarkwickel zum Beispiel, Kartoffelwickel. Die Quarkwickel, auch hier ganz einfach, wirklich einfach nur Speisequark nehmen, den am besten einmal ausdrücken in so einem Baumwolltuch, dass da also die Flüssigkeit rausgeht und dann den Quark auf den Muskel und einmal umwickeln. Ich habe immer eine Folie hier. Ich habe sowieso immer Folie hier, weil ich ja auch Kompressionswickeln mache mit Folie. Das geht wunderbar. Und so kann ich eben auch den Quark so fixieren, dass er mir nicht hier überall auf der Liege rummatscht. Und dann dasselbe wie bei der Basenwickel, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Eine Quarkwickel ist sehr entzündungshemmend, zieht Entzündung raus. Ich habe alleine einem Patienten
nur mit Quarkwickeln. Das war sensationell. Das lag daran, weil der Patient nicht hier gewohnt hat, sondern der brauchte den Tipp. War zwar hier, ist aber dann weggefahren. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll das machen. Der hatte eine Entzündung im Ellenbogen und wollten eigentlich, also so eine typische Bursitis olecranon, wollten das operieren. Und dann habe ich gesagt, das muss nicht sein, das kriegen wir auch so hin. Und dann hat er da wirklich ganz konsequent die Quarkwickeln immer wieder um den Ellbogen gemacht. Und was soll ich sagen? Die Entzündung ging weg. Er brauchte nicht operieren werden. Das ist jetzt 8 Jahre her ungefähr. Kartoffelwickel ist eine basische Wickel, wenn man so will, denn die Kartoffel ist eine basisches Gemüse. Und auch hier wird die Kartoffel zermatscht, kleingedrückt und als Auflage genutzt und eine Wickel gemacht. Die Selbsthilfe, da gibt es ein kleines Büchlein, das kann ich mal so empfehlen. Kleines Heftchen, das heißt die Selbsthilfe. Und dort ist von einem wahren Wundermittel die Rede. Und ich will nicht sagen, dass ich an Wunder glaube. Ich glaube aber an Selbstheilungswunder. Und das Kirschwasser ist ja stark Alkohol. Das Kirschwasser ist tatsächlich. Also ich habe verschiedene Literaturquellen, wo das Kirschwasser immer wieder auftaucht als Heilmittel. Von daher kann ich das auch weitergeben und euch empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich habe hier schon unterschiedliche Experimente gemacht, das auch als Medizin sozusagen löffelweise mit heißem Wasser eingenommen, wirkt es schmerzlindernd. Ist wahnsinnig. Muss aber ein gutes Kirschwasser sein, da gibt es also auch Unterschiede. Ja. Oder was auch geht, ist die Obstessigwickel. Hier bietet sich der Apfelessig dann ein, mit dem dann eine Wickel getränkt wird und wo sozusagen auch über die Chemie die Säure aus dem Körper herausgezogen wird. Geht mit der Apfelessigwickel auch. Ist auch so ein bisschen Geschmackssache, was man jetzt mag, ob man es vom Geruch her mag. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Essigwickel-Fan, muss ich sagen, aber ich weiß das von Kolleginnen, die da gute Erfahrungen gemacht haben. Aber Quark und Kartoffel und auch das Kirschwasser funktioniert wunderbar, auch ohne andere Mittel. Also ohne irgendwelche Salben und so weiter. Funktioniert. So, Muskelzerrung heißt also, ich habe beim Sport oder bei der Bewegung plötzlich irgendwie eine plötzliche Bewegung gemacht, eine plötzliche Überbelastung in der Muskulatur gehabt. Ich spüre mein, ich habe Schmerz. Ich mache erstmal eine Pause, ich kühle das Ganze, ich versuche es zu komprimieren, zu wickeln und ich lege mein Bein hoch. Das wäre so das Wichtigste. Ich denke daran beim nächsten Mal, dass ich mich vernünftig aufwärme, wenn ich meine Sporteinheit beginne. Schau noch mal. Schwedenkräuterwickel nach Maria Treben ist auch sehr gut. Vielen lieben Dank, Stefanie. Ein toller Tipp. Finde ich auch, ja. Kann ich bestätigen. Ich würde jetzt euch gerne noch die Ausbildung vorstellen, die, wie gesagt, mein lieber Kollege der Marco schon im Januar beginnt, nämlich die zertifizierte Ausbildung für den Bewegungstherapeuten, Bewegungsberater oder Sporttherapeuten, Sportheilpraktiker, Sportberater. Die ersten zwei Grundmodule gibt es ab Januar bei Marco. Und wer dann sagt, ah, mein Ding ist so Sport und ich möchte gerne auch mit Sportlern später in der Praxis arbeiten, der ist dann bei mir ganz gut aufgehoben. Denn Sport ist aus meiner Sicht eben eine ganzheitliche Methode zur Gesunderhaltung und zur Gesundwerdung. Das Wichtigste beim Sport, weil viele sagen, Sport, ja, höre ich gern, gucke ich gern, samstags auf dem Sofa, meine Sportschau, aber selber. Meine Aufgabe als Heilpraktikerin oder überhaupt als Berater, egal, ist es, die Menschen zu motivieren,
Motivation und die Freude und der Spaß, das ist es, was ich schaffen muss. Denn dann, wenn das gelingt und der Mensch erstmal die Erfahrung macht, dass Bewegung diese wohltuenden Effekte hat, brauche ich nicht mehr was machen, dann wird es ein Selbstläufer. Ich muss nur erstmal was finden, womit ich sozusagen diesen Couch-Potato in Bewegung bringe. Und da gibt es aus meiner Erfahrung immer etwas. Ich habe noch nie jemanden gehabt, wo ich nichts gefunden habe, was er gerne macht. Und wenn ich mit Sitzgymnastik anfange, ist mir egal. Irgendwas finden wir, um sich zu bewegen. Tanzen, schwimmen, laufen, was auch immer. Spiele machen. Was ist jetzt der Sportheilkundler oder der Sporttherapeut? Was kann der dann machen, wenn ihr jetzt diese zertifizierte Ausbildung hier absolviert habt? Ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst. Wer von euch Heilpraktiker ist und dann die zertifizierte Ausbildung Sportheilkunde, Sporttherapeut gemacht hat, der kann eben ganz adäquate Sportangebote für verschiedene Erkrankungen erarbeiten. Er kann das mit dem Patienten anleiten oder sogar mit ihm gemeinsam die Bewegung anleiten, Sportprogramme entwerfen, Trainingspläne entwerfen, durchführen, Sportler auch beraten, wie sie mit ihrem Work-Life-Balance zurechtkommen, wie betreuen, naturheilkundlich versorgen. Ihr könnt natürlich bei den Vereinen anfragen. Es gibt heutzutage in vielen Vereinen nicht nur den Sportarzt, sondern auch schon Sportheilkundler oder Sporttherapeuten, die zusätzlich zum Arzt gute Dienste leisten. Ihr könnt mental durch eure Ernährungspläne oder Trainingspläne auch den Sportler auf Wettkämpfe vorbereiten, zum Beispiel Marathon. Werden innerhalb der Ausbildung verschiedene Sportarten uns anschauen und auch verschiedene unterschiedliche Anforderungsprofile und wie man an bestimmte Wettkämpfe herangeht. So, Herausforderungen, genau. Und dann könnt ihr natürlich auch zielgruppenspezifische Sportangebote machen. Für Kinder, für Senioren, für Menschen mit Handicap. Auch das werden wir ausführlich in der Ausbildung besprechen. Worauf ist da zu achten? Wer kann was machen? Mit welchem Ergebnis? Und wie ist da die realistische Aussicht auf Verbesserung auch der Erkrankungen. Das ist das Nächste. Ihr könnt nämlich auch Menschen, die an bestimmten chronischen Erkrankungen leiden, die könnt ihr auf den Weg bringen, sodass der Sport und die Bewegung positive Auswirkungen hat auf den Verlauf der chronischen Erkrankung. Denkt dran, nur der Heilpraktiker darf Sportheilpraktiker sein. Nur der Heilpraktiker darf die Sporttherapie anwenden. Aber jeder kann als Sportberater tätig werden, sodass ihr, auch wenn ihr nicht therapeutisch tätig seid, genügend Einsatzgebiete haben werdet. Werden wir ausführlich besprechen. Es gibt zwei Blöcke. Der erste Block befasst sich mit den Trainingsmethoden und den Trainingsplänen im Sport. Wir schauen uns an die sportspezifischen Grundvoraussetzungen Ausdauer, Kraft und auch den Bereich Gesundheitssport. Es geht auch um Beweglichkeitssportarten, es geht um korrektive Sportarten. Natürlich ganz großes Thema Sportlerernährung. Was braucht der Sportler? Was braucht er nicht? Was ist sinnvoll? Was ist kontraproduktiv? Auch für den Erfolg und für die Leistungsfähigkeit. Vitamine, Mineralstoffe, Säure-Basen-Regulation für den Sportler. Was macht Sinn? Ein wichtiges Thema ist selbstverständlich das psychomentale Training. Wie kann ich mich fokussieren? Wie kann ich antizipieren? Wie kann ich meinen sportlichen Erfolg sozusagen im Vorfeld gedanklich schon planen. Das geht nämlich. Und wie kann ich auch wieder den Ausgleich schaffen? Ja?
Im zweiten Block geht es dann um die Steuerungsprozesse im Körper, einmal auf neuromuskulärer und auf hormoneller Ebene. Es geht auch um physiologische Anpassungsprozesse wie das Blut, Stoffwechsel, Herz-Kreislauf. Was verändert sich denn, wenn ich mit Sport beginne? Welche Sportart hat auf welches Organsystem welche Auswirkungen? Welchen Sport kann ich bei verschiedenen Krankheiten denn machen? Da gehen wir die unterschiedlichen, sage ich einfach mal so, organspezifischen Krankheiten durch. Und dann schauen wir uns das Spektrum der Sporttherapie an. Also wie kann ich jetzt einen Sportler in der Praxis naturheilkundlich behandeln? Was ist eine Sportmassage? Wie unterscheidet die sich von einer Wellnessmassage? Wie gehe ich manuell vor in der Therapie? Was ist mit Faszien? Was kann ich da machen? Tapen, Dorn-Preuß-Therapie. Also ich werde alle Bereiche mit euch ausführlich besprechen, dass ihr danach ein gutes Handwerkszeug habt, um entweder Menschen durch Sport in die Heilung und Selbstheilung zu begleiten, oder indem ihr Sportler naturheilkundlich behandeln lernt. Beides hat eine Rechtfertigung in diesem therapeutischen Feld Sport. Ja? Wir schauen uns auch noch an, durchaus auch kritisch, das Thema Sport und Leistung, Hochleistungssport, Extremsport. Extremsport ist ein Thema heutzutage, das muss ich sagen, das ist nicht nur schon vor 10 Jahren ein Thema gewesen, das wird immer mehr ein Thema, sprechen wir drüber. Und natürlich ausführlich über die Sportverletzungen, wie heute über die Muskelzerrung, werden wir uns natürlich die anderen Verletzungen anschauen. Vor allem werden wir uns spezielle Verletzungen anschauen, wie zum Beispiel Meniskusriss oder Bänderriss oder was eben so alles passiert und was kann man tun und wie merkt man es und wie kann man es differentialdiagnostisch unterscheiden. Also rundum ein ziemlich vollgepacktes Programm in zwei Blöcken und danach habt ihr die Möglichkeit, über eine Multiple-Choice-Prüfung und eine eingereichte Hausarbeit zu einem Thema, das besprechen wir alles in der Ausbildung ausführlich, die Zertifizierung zu bekommen. Ja, damit bin ich auch am Ende meines Vortrags. Bin gut in der Zeit, hatte mir 1 Stunde so vorgenommen und die habe ich auch so gerade eben auch eingehalten. Ich bin aber gerne auch noch für eure Fragen da. Was sollten denn jetzt noch Fragen sein? Dann schaue ich mir mal die Liste an, wo ihr so seid und schau mal, ob jemand eine Frage hat oder ob jemand noch eine Frage schriftlich hat. Ansonsten könnt ihr auch die Hand heben, dann kann ich euch auch freischalten. Kann man direkt in den dritten Block einsteigen, sprich nur die Sporttherapie? Ja, also als Fachfortbildung auf jeden Fall. Für die Zertifizierung allerdings müsstest du Block 1 und 2 bei Marco auch machen. Aber als Fachfortbildung kann man ja, das ist ja grundsätzlich an der Schule so, einzelne Blöcke immer separat buchen, suchen. Und bekommt dann auch einen Fachfortbildungsnachweis zu diesem Thema. Ja. Gerne. So, sonst noch eine Frage vielleicht? Ihr könnt mich jetzt alles fragen. Fußball ist auf jeden Fall dabei, Inga. Auf jeden Fall. Da kenne ich mich aus. Was kosten die Kurse? Oh, Sandra,
Ich glaube, ich weiß das gar nicht. Schau mal auf der Homepage von Isolde. Kann ich dir wirklich jetzt gar nicht beantworten. Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, 390 ein Block. Aber ich bin das ist jetzt wirklich so einfach aus dem hohlen Bauch gesprochen. Fußball ist auf jeden Fall dabei, ja. Also es sind erstmal so, die Klassiker sind natürlich dabei. Fußball, Volleyball ist ein Thema, weil, ja, gerade auch für Frauen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr da wart. Und freue mich, wenn wir uns in dem einen oder anderen Webinar, vielleicht auch bei der Sporttherapie, wiedersehen. Sehr gerne. Stefanie, Menthol, Minze, Kampfer in den Salben widerspricht einer gleichzeitigen homöopathischen Behandlung mit Globuli. Nein, nein, gibt keine, nein. Das widerspricht nicht, nein. Kannst du gleichzeitig machen. Zwei ganz unterschiedliche Wirkprinzipien. Sehr schön. Gerne, Inga. So, dann gehe ich jetzt auch in den Feierabend.